Wow, bevor das Video startet, Jungs und Mädels, im Discord gibt es das Format I'm José Mourinho. Das ist quasi ein Tippspiel, wo ihr wöchentlich bei einer Partie tippen könnt und könnt somit ein Boxbreak umsonst gewinnen. Diese Woche sind sogar zwei Bundesliga-Chrome-Boxen im Topf. Das heißt, wenn ihr richtig tippt, Ergebnis mit Torschützen, habt ihr die Möglichkeit, ein kostenloses Boxbreak zu gewinnen. Das heißt, ich öffne euch die Box. Und die ganzen Karten, die in dieser Box drin sind, oder in den Boxen, muss man sagen, weil es ja zwei im Topf sind, könnt ihr dann gewinnen als Boxbreak und die wird dann live auf Twitch geöffnet für euch. Also joint dem Discord. Der Discord ist unten in der Beschreibung verlinkt. Das Spiel der Woche ist Hertha gegen Leipzig oder Leipzig gegen Hertha. Also Discord join und Abfahrt. Hey Leute, was geht ab? Ruhig und willkommen hier zu einem weiteren Wechsel deines Bundesliga-Orakel auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zur Spitzenpartie des 10. Bundesliga-Spieltags. 18:30 Uhr, in wenigen Stunden ist es soweit. RB Leipzig empfängt zu Hause Hertha BSC und ich bin gerade lost. Ich bin richtig lost, fällt mir gerade mal auf. Ich bin richtig lost, ich habe, ja, moin, huch. Aber das lasse ich jetzt drin, Leute, das lasse ich jetzt drin. Natürlich ist das Spiel in der Red Bull Arena, huch. Und nicht im Berliner Olympiastadion. Dann hätte ich nämlich eine kürzere Anreise als nach Leipzig, weil ich bin im Stadion. Ich bin im Stadion und ihr könnt auch gewinnen. Ihr müsst einfach mittippen im Discord. Natürlich auch gern unten in den Kommentaren für alle YouTube-Zuschauer. Aber ihr könnt ja auch einfach in den YouTube-Kommentaren mittippen und natürlich auch nochmal im Discord. Weil im Discord habt ihr den Vorteil, wenn ihr richtig tippt, Ergebnis plus Torschützen. Ihr habt Zeit bis 18:29 Uhr. Bis 18:29 Uhr könnt ihr mittippen. Und ja, wenn ihr richtig tippt, Ergebnis plus Torschützen, habt ihr die Möglichkeit, zwei Boxen zu gewinnen. Und ich kann euch auch zeigen, welche. Nämlich diese Top-Scrum-Boxen, die über 100 Euro kostet. Da ist eine Autogrammkarte drin. Eine davon und eine Lightbox, die auch 60, 70, 80 Euro kostet. Eine Lightbox, das heißt, es ist schon ein ordentlicher Gewinn, falls ihr ja ein bisschen Ahnung von Fußball habt, weil Hertha wird ja gewinnen. Ist ja klar. Ist ja ganz klar wie Kloßbrühe. 1:2 Hertha. Das ist mein Tipp. Torschützen Luke Bakio und Nkunku Selke. Und wir gehen rein. Wir gehen rein in die Partie und starten mit dem Online-Code für euch. Daniel Ginzek brauchen wir nicht. Brandt brauchen wir auch nicht. Baumann brauchen wir nicht. Burkzog brauchen wir nicht. Udukai brauchen wir nicht. Hofmann brauchen wir nicht. Alex Schwolo hätten wir vor kurzem noch gebraucht, weil ne, ist ja ausgeliehen zu Schalke. Silas. Marc Uth und das Wolfsburg-Logo. Kein Leipziger, kein Herthaner. 0-0 nach 45 Spielminuten. Mal schauen, wie es weitergeht. Online-Code. Dann Mohamed Simakan. Das ist das 1-0. Es ist das 1-0. RB Leipzig knipst und schnürt das Ding. 1-0. Leipzig geht in Führung durch Mohamed Simakan. Dann Flo Neuhaus, Lindström, Velkovic, Schipnowski, Baumgartner, Daichi Kamada und das Bochum-Logo. Letztes Pack. Ein Pack kann hier nochmal für etwas anderes sorgen. Und ich hoffe, dass das Pack gut bestückt ist mit Blau-Weiß. Gönn. Haller, Kieré, Robatsko, Stafilidis, Roussillon, Zweibull, Tuta. Ja, nicht gut bestückt mit Blau-Weiß. War zwar Blau-Weiß dabei, aber das falsche Blau-Weiß. Bochum, Hoffenheim, brauchen wir nicht. 1-0, gewinnt Leipzig hier im Orakel. Ich hoffe nicht, dass es nicht so passiert. Ein kleiner Fail hier am Anfang mit dem Olympiastadion. Aber, ja. Haben wir ja alles hinbekommen, Leute. Also, Pexonai Discord ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ich bedanke mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Unten in die Kommentare eure Tipps schreiben. Und natürlich auch im Discord. Ich bin raus, wünsche euch einen schönen Fußball-Samstag und bis zum nächsten Mal. Ciao.